Wir stehen hier vor einer Frauenfigur aus Mammutelfenbein geschnitzt aus Kostjenki, einer Fundstelle in Russland am Don gelegen. Diese Figur hier ist ein wenig beschädigt, ist nicht mehr vollständig erhalten. Jedoch sehen wir die eng am Körper liegenden Arme, die schweren, auf dem Bauch aufliegenden Brüste und auch den etwas nach vorne tretenden Bauch. Die Beine, die Masse der Beine, die Oberschenkel haften zusammen und die Füße wiederum streben ein wenig auseinander. Das Interessante an dieser Figur ist, dass obwohl sie nackt ist, sie über Bekleidungselemente verfügt. Das heißt, wenn Sie genau schauen, oder Sie müssen mir einfach glauben und vertrauen, weil Sie das jetzt so nicht sehen können, sehen Sie, dass hier im Dekolleté-Bereich Ketten dargestellt wurden, geschnitzt wurden. Und auch im Rückenbereich, im Nackenbereich ist eine Kette dargestellt, vielmehr geschnitzt worden. Interessant ist, dass an der Fundstelle Kostjenki auch massenhaft Schmuck gefunden wurde, aus Tierzähnen gefertigt und eben auch aus Mammutelfenbein. Und diese Schmuckstücke, die wir im Kontext der Fundstelle kennen, finden wir dargestellt auch auf diesen Frauenfiguren, so dass wir davon ausgehen können, dass hier tatsächlich auch realistische Abbilder von damals lebenden Frauen geschaffen wurden, auch wenn sie natürlich stilisiert geschnitzt wurden. Leider ist der Kopf nicht erhalten, ist abgebrochen. Normalerweise werden diese Frauen in diesem Stil, dem sogenannten Kostjenki-Stil, mit Kopf dargestellt und der Kopf neigt sich leicht nach vorne. Die Deutungsansätze oder die Deutungsweisen für diese Frauenfiguren sind sehr, sehr vielfältig, mannigfaltig. Aber sie werden häufig von männlichen Kollegen als Sexsymbole angesprochen und dem würde ich tatsächlich widersprechen. Die Haltung deutet doch eher auf ein introvertiertes Verhalten und ich würde solche Frauenfiguren auch eher im Kontext von weiblichen Handlungen sehen.